Waldgeist nach Hongkong? Gegenüber der Racing Post gab Trainer André Fabre zu Wochenbeginn über die Pläne seiner drei ARK-Starter Auskunft. Für Dietrich von Bötticher's Waldgeist und den ARK-Dritten Clothes of Stars könnten demnach Starts in Hongkong, also die Hongkong Ways, auf dem Programm stehen. Das nächste Ziel von Talismanic könnten die Champion Stakes in Ascot sein. 8 für den Winterfavoriten. Wie erwartet, 8 Pferde befinden sich nach der Vorstartangabe für den Preis des Winterfavoriten noch im Aufgebot für Deutschlands wichtigstes Zweijährigenrennen. Markus Klug stellt mit Moonlight Man, der von Stalljockey Adi de Vries geritten wird, Sibelius, Wilder und Man on the Moon die Hälfte der 8 Kandidaten. Komplettiert wird das Aufgebot durch Peter Schirgens Noble Moon, Henk Greves Django Freeman, Milcho Minchevs Bristano und den von Andreas Zubovic vorbereiteten Rip van Lips. Jakobs Jährling für 3,4 Millionen verkauft. Ein von Newsense Parks von Dr. Andreas Jakobs gezogener Galileo-Sohn aus der Chastie sorgte am Dienstag bei der Tettersalz Oktober Jährlings-Sale für den Höchstpreis. Der Hengst, der von der Coolmore-Operation erworben wurde, wurde mit 3,4 Millionen Guineas zudem zum bislang höchsten Zuschlag eines Jährlings in diesem Jahr.